Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Sonne und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5. Gods and Kings, wir sind Wilhelm der Niederlande und befinden uns gerade im Krieg mit Alexander von Griechenland. Beziehungsweise seinem Pferd. Wir sind ja der festen Überzeugung, dass nicht Alexander das griechische Volk führt, sondern das schnäbische Pferd. Guckt doch nur mal, wie arrogant das Pferd da reinblickt. Mit seinem Pony, mit seiner Mähne da, das ist doch ganz klar, naja. Auf jeden Fall steht unsere Flotte vor der Küste Mykenes. Unsere Artillerie beschäftigt sich gerade mit Lissabon. Und ja, da hatte ich das letzte Mal das Gefühl, dass ich Lissabon wahrscheinlich nicht so einfach einnehmen werden kann. Ich habe hier schon... Müsstest du nicht eigentlich in der Lage sein, 1, 2, 3 Lissabon anzugreifen? Was? Nee, du! Ja, egal. Fregatte... Ja, dann geht da, eins vor. Sollen wir erst die Schiffe kaputt schießen? Also ich habe jetzt, oh Gott, ein paar Tage lang nicht gespielt. Und muss mich hier erstmal kurz eingucken. Wir haben hier drei Fregatten, einen Zerstörer und zwei Wassergeusen vor Mykene stehen. Mykene ist leider nur von einem Wasserfeld aus angreifbar. Das bedeutet, wir versuchen dich ein bisschen nach hinten zu ziehen. Oder ja, machen wir es so. Dann greifen wir doch lieber erstmal die Schiffe hier an. Und lassen Mykene Mykene sein. Jetzt müsstest du noch... Du hast doch auch bestimmt, ne? Angriff gegen... Bonus gegen Städte 33. Oh ja, sehr schön. Und nochmal gegen Städte. Ach, du bist eine ehemalige Wassergeuse, deswegen, ne? Abfangen 40% vor Eintritt tritt bei Nahkampf und Rückzug an. Ja, schön. Aber die Frage ist jetzt... wirst du auch in der Lage sein, ihn hier anzugreifen? Nein, du kannst nur Nahangriffe ausführen. Okay, dann zieh dich lieber eins zurück und du greifst schon mal Mykene an. Dafür bist du gebaut, das machst du. Er kommt dir ja gar nicht raus, er muss ja irgendwie angreifen. Das passt dann schon. Und du kannst auch nichts machen, außer warten und Tee trinken. Im Gegensatz zu euch, nee, ihr könnt ja alle... Och, die Farbgebung hier mit den songaischen Schützen ist so ähnlich unserer Farbgebung. Lissabon, können wir Lissabon einnehmen? Nee, du kannst ja zum Beispiel gar nicht angreifen. Du wärst dann gut für Mykene. Ich sollte lieber... Gut, aber ich kann ja Schiffe nicht vor Lissabon ziehen. Aber ich kann meine Artillerie vor Mykene ziehen. Da aber immer auch Lissabon angreifbar sein. Ach, ich habe hier nicht die Stadt angegriffen, sondern den Weltkriegsinfanteristen. Okay, oh, sie haben eine Kanone. Die ist natürlich schlecht für uns. Naja. Bei der Verteidigung wurde eine Einheitsschütze zerstört. Okay, Wittenberg hat so stark abgenommen, dass wir nicht mehr verbündet sind. Da arbeiten wir dagegen, sonst kommt Alexander wieder und ist dann mit denen verbündet. Der große Admiral, wo ist der? Wahrscheinlich erst nächste Runde verfügbar. Gahoka, was ist mit denen? Wir sind verbündet, das ist ja gut, aber... habt ihr... den großen Admiral erstellt. Wunderbar. Ja, dann kannst du weitergehen in die nächste Runde. Während ich mal wieder die Uhr anstelle, da ich sie mal wieder vergessen habe, die anzustellen. Die Luftfahrt war weder Industrie noch Wissenschaft. Sie war ein Wunder. Sehr schön. Was haben wir verloren? Die Wassergeuße. Okay, da haben sie alles drauf. Oh, nee, das war blöd. Jetzt ist ja von... Jetzt kann Pharsalos dich hier angreifen. Naja. Das Ding ist... Oh, nee. Ah, wie man es macht, ist es falsch. Okay, pass auf. Die Wassergeuße muss ja auf jeden Fall schon mal hier hin. Zack. Zack. Du wirst nächste Runde sterben, wenn du dich nicht zurückziehst. Er ist wieder bei voller Gesundheit. Wie soll das denn bitte gehen? Wir haben ihn doch also über die Hälfte abgezogen. Und der Bonus gibt nur 50 Trefferpunkte. Nee, junger Mann, nicht so. Also, oh, naja. Okay, schauen wir mal, ob
Ah, er kann Lissabon tatsächlich angreifen. Ja, dann mach das doch. Du dann wahrscheinlich auch. Ja. Okay, mit diesem Artilleriefeuer dürfte die Stadt nicht mehr als 2 Runden überleben können. Tun. Haha. Dann warte ich noch eine Runde, dann heilen sie zwar, aber wenn dann nochmal 4 Artilleristen auf Lissabon schießen, dann kann der Schütze in der nächsten Runde die Stadt einnehmen. So, der große Admiral. Flotte reparieren. Das ist ja sehr gut. Das können wir gut gebrauchen. So, ah gut, ja, du bist jetzt ein bisschen spät zur Party, aber lieber zu spät als gar nicht dabei. Rotterdam würde ein Zerstörer gut zu Gesicht stehen, würde ich vorschlagen. Auch wenn das lange dauert und der Krieg bis dahin wahrscheinlich vorbei ist. Nijmegen wächst gleich, dann haben wir nur noch plus 2 Zufriedenheit. Deswegen schauen wir mal, was wir zufriedenheitstechnisch so machen können. Nicht wirklich viel, das sind wir voll ausgereizt. Die Fabrik ist natürlich immer gut, Geld ist auch nicht verkehrt, aber wir wollen ja Wissenschaft pushen, von daher. Machst du die öffentliche Schule, Den Haag kann ein Theater bauen, dann mach das auch. Und Arnheim kann ganz viel bauen, und zwar sowas wie ein Tempel, Kultur und Glauben, aber ich hätte lieber gerne das Kolosseum, bevor sie dann weiter wachsen. Forschung wählen, wir haben die Luftfahrt entdeckt. Oh, das heißt, wir können doch jetzt Flieger bauen, oder nicht? Und ich habe mich für Schiffe entschieden. Und, ach Gott, ich bin wieder im Krieg und baue wieder nur Gebäude. Alte Panzer! Ah, erst Ballistik. Flugabwehrgeschütz, Maschinengewehr, Panzer! Dann können wir vielleicht auch den Bomber, nee, wir brauchen Öl en masse, um Bomber und Panzer zu bauen. Hier oben ist nicht so... Marine? Wir können Marine bauen mit Penicillin. Na gut, da haben sie es wenigstens so ein bisschen aufgefächert, dass hier die ganzen Einheiten nicht nur die untere Schiene sind, sondern auch die obere, wie eben dann Penicillin und Ökologie auch was bringen. Die Atomtheorie wäre natürlich nice, aber ich glaube nicht, dass wir Atombomben brauchen werden. Von daher hat das keine Priorität. Bomber ist natürlich, glaube ich sogar, Bomber und Jäger? Warte mal, was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Luftfahrt? Ah ja, Weltkriegsbomber und Dreidecker. Ja, Weltkriegsbomber können wir bauen, wenn wir Öl haben. Schauen wir gleich mal. Den Haag. Produktion ändern. Genau, wir haben kein Öl. Daran liegt's. Haben wir denn Öl in unseren Breitengraden? Hier nicht. Hier auch nicht. Also ist es nur eine Frage der Zeit. Oh, da unten ist welches. Das wäre ja... Ah, ja. Oh, nächste Runde müssen wir das auf jeden Fall kaufen, bevor Genua sich das Öl in die unter die Finger, unter den Nagel reißt. Und hier oben ist Öl und ihr baut Straßen. Kommt gar nicht in die Tüte. Kümmert euch sofort darum. Wieso ist Arnheim eigentlich noch nicht... Ah doch, Arnheim ist schon verbunden. Ah, da ist die Straße. Ah ja, gut. Ich habe gerade gedacht, die müsste hier eigentlich schon lang gehen. Ja, dann haben wir alles. Was gibt's Neues? Wassergehäuse wurde zerstört. Okay, Wuzitian hat Haviata den Krieg erklärt. Ja, sollen die mal da drüben, das ist ja mir egal. Oha, stimmt, mit dir wollten wir ja noch ganz vieles anfangen. Ihr habt 12 Anhänger und 6, 18, das heißt 5 könnt ihr noch gebrauchen. Die bekommt ihr auch. Lieber ist die Hauptstadt auf unserer Seite. Oh, schon wieder eine Fregatte. Oh, und eine Artillerie. Ah, das ging gar nicht. Das ging eben gar nicht gut. Aber immer einen großen Admiral gleich zur Stelle. Jetzt würde ich vorschlagen, versammelt ihr euch alle mal um ihn. Dann kann er nämlich diese Runde gar nichts mehr machen. Toll. Ja, du gehst... hier erstmal hin, genau. Okay, B wie bombardieren, ja. Jetzt hoffe ich mir mal, dass wir da nicht die Sicht verloren haben auf Lissabon. Nee, sehr gut. Und zack. Marionette erstellen. Geht genau auf mit der Zufriedenheit. Und das Gute ist auch, dass wir die ganzen Einheiten, die hier noch rumstanden, damit auch praktisch zerstört haben. So, Produktion wählen. Am liebsten hätte ich aber aus Lissabon so eine freie Stadt gemacht. Die einfach nicht mehr mit uns im Krieg ist. Naja, was soll's. Oh, da können wir ja unseren Propheten gleich mal hier runterholen. Wobei,
die ja schon ja, 5 Anhänger haben von dieser seltsamen Religion, die ich jetzt gar nicht weiß. Und bei einer Größe von 6, da bringt das nichts. Nee, dann, oh, wo sind wir? Tokio. Tokio ist hier. Die bauen ein Kolosseum. Der große General hat hier seine Schuldigkeit getan. Bleibt. Du verbreitest den Egonzonismus weiter, damit da mehr Anhänger dazukommen. Du holst natürlich dir das Öl. Ja, natürlich soll die ersetzt werden. Wir haben jetzt das Geld, um das Geländefeld zu kaufen. Ja. Und schicken da natürlich auch sofort, egal was ihr da macht, ein Bautrupp hin. Zusetzung Griechenland ist nicht mal mit Lissabon verbündet. Das ist klar, denn Lissabon gehört jetzt zu uns. Freundschaftserklärung mit Songhai ist abgelaufen. Es gibt Songhai gar nicht mehr. Hä? Ach doch, Askia, natürlich. Quatsch. Ich hab's gedacht, der Verteidigungsbündnis. Ja, wunderbar. Versprechen sollen wir eine Freundschaftserklärung unterzeichnen. Das wird funktionieren. Möge die anhaltende Freundschaft Blüte unserer Halana sein. Zurück, ja. Ne, wir können jetzt nichts verkaufen von den Luxusgütern, die wir noch haben. Denn wir brauchen jegliches zufriedene Gesicht, das wir bekommen können. So, Artillerie wurde zerstört. Das, da gibt es Schlimmeres. Da kommt die Kavallerie. Ja, oh, sonst mal probieren. Selbst mit ihren Denunzierung von Hiawatha. Ja, gut. Ein Gegner ist in der Nähe. Wir verlieren die Kontrolle über Wittenberg. Schon wieder. Wir haben doch vorhin erst ganz viel Geld da reingepulvert. Aber es sind noch 66 und 60. Das bedeutet, es dürfte noch 2-3 Runden gut gehen. Ja. Also wir droppen ja, also mir der Einfluss sinkt ja nicht um einen Punkt pro Runde, sondern jetzt glaube ich um 1,3. Weil irgendwer unserer Gegner ja die. Oh, wir sind unzufrieden. Weil unser Gegner Dingens fertiggestellt hat, wahrscheinlich den Zweig des Patronats, genau, und wenn man den fertigstellt, sinken die der Einfluss anderer Spieler um 33% schneller. So, Utrecht ist in der Lage, ganz schnell was zusammenzubauen. Und zwar hätte ich gerne was eigentlich Zufriedenheit bringt. Gibt's aber nicht. Dann nehmen wir was Geld bringt. Das ist die Börse. Denn geldtechnisch sind wir auch wieder unter Null. Oh, sehr schön. Auf unwegsamem Gelände. Ja, weil nämlich, zack. Oh, nur 25. Ja gut, gegen Einheiten sind die nicht so gut. Das wissen wir ja. Nach vorne. Oh, er kann immer noch verbreiten. Dann nimmt er doch mal diese größere Stadt hier vor, die noch nicht ganz von uns überzeugt ist und noch Potenzial hat. Der große General bleibt auch da. Der Bautrupp wird automated. Und der Schütze kann upgraded werden zur Weltkriegsinfanterie. Kostet zwar ein bisschen was, aber lohnt sich doch, hoffe ich. Wobei wir schon richtige Infanterie bauen hier. Okay. Ach ja, geh mal hier in die Stadt, um die Unzufriedenheit zu bekämpfen. So, jetzt, du kannst, ich meine, was kann der große Admiral denn machen? Ich muss mal in der Zivilopädie gucken, weil ich bisher noch keinen großen Admiral hatte. Großer Admiral hat die Fähigkeit, alle Marineeinheiten und gewasserten Einheiten im gleichen Feld und in angrenzenden Feldern sofort zu reparieren. Bei dieser Aktion wird er verbraucht. Der große Admiral bringt euch 15% Kampfbonus für alle Marineeinheiten im Spielerbesitz innerhalb von 2 Geländefeldern. Hat damit also dieselbe Funktion wie der große General, okay. Historische Informationen. Lies mal doch mal durch. Große Admiräle verfügen über die Befehlskompetenz, die zum Erringen bedeutender Siege auf offener See notwendig ist. Sie planen, befehligen und überwachen komplexe Manöver, um für eine Zivilisation die Überlegenheit der Marine auszubauen und die Küsten zu sichern. The more you know. Ja, wenn wir ihn jetzt verbrauchen, werden die drei hier sofort. Das machen wir. Er wird verbraucht, ist okay. Was war da? Aber ich glaube, es ist wichtig, um dann eben Mykene einzunehmen. Zu was kannst du eigentlich upgraded werden? Zerstörer. Okay, wir haben aber leider bei weitem nicht das Geld, Zerstörer zu bauen.
Von daher musst du als Wassergeuse weiterleben. Jetzt ist die Frage, könnt ihr angreifen? Ja. Zack, reingerannt. Und du auch. Und dann haben wir das. Yeah. Kannst du... Ja. Okay, mal hoffen, er überlebt das jetzt diese Runde. Wir ziehen in der nächsten Runde wieder weg und lassen den Zerstörer vor. Ich glaube ja nicht, dass wir die Stadt einnehmen werden, aber ich möchte trotzdem Alexander zeigen, Botschaft annehmen. Ja, war da? Hat er uns nicht denunziert? Was? Der hat uns doch denunziert. Ich lehne jetzt mal ab und guck nochmal. Er hat es überlebt, sehr gut. Oder verwechsel ich den gerade? Krieg? Nehmen wir sie neutral? Dann hat er uns ja bestimmt nicht denunziert. Okay, okay, nehmen wir eine Botschaft an. Dieser Vorschlag ist annehmbar. Hallo? Offene Grenzen gleich. Ah, nee. Unsere offenen Grenzen sind mehr wert als eure offenen Grenzen. Aber hier, schau mal. Luxusgüter. Hast du nur eins? Verkaufst du nicht? Ich weiß. War ja trotzdem... Ulu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 l. Ich habe noch niemals in meinem Leben ululululul gesagt. Hi. Da, nein. Da ist ja... Da können wir uns schlecht gegen wehren. Dreimal Kavallerie. Gatling-Kanone, 1, 2, Schützen. Nee, ich frage ihn mal, ob er immer noch Krieg führen will. Wir haben ja jetzt hier Lissabon eingenommen, Frieden verhandeln. Jetzt ist keine Zeit für Verhandlungen. Okay, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, außer den Kampf anzunehmen. Gehen wir mal hier hoch. Du hast dich auch um die Stadt... Vielleicht geht ja was gegen Landeinheiten. Plus 33%. Geht leider nicht? Okay. Naja, wenigstens haben wir Mykene auf die Hälfte runter. Oh, und Schiffe können ja jetzt Städte einnehmen. Von daher könnte das ja sogar funktionieren. Du gehst... Zwei weg. Okay. Ja, du stehst dort gut. Du kannst... Hä? Was? Nee, der große General? Ah ja. Soll ich hier in die Stadt? Oder aber hierhin mit dem Ziel, vielleicht eine Zitadelle zu bauen. Schauen wir mal. Okay, du kannst die angeschlagene Einheit hier angreifen. Du stehst im Dschungel, bist von den beiden angreifbar, aber das in der nächsten Runde nur noch dich geben wird. Passt das dann schon? Ihr müsst alle über den Fluss und könnt euch angreifen. Okay, einem haben wir uns erwehrt. Du bleibst in der Stadt, so viel ist klar. Lissabon ist noch nicht so weit. Oh, wir können eine Infanterie draus machen. Er macht das auch. Sollen wir aus vom Festland vielleicht noch den ein oder andere, die ein oder andere Einheit rüberholen? Ich glaube ja. Ah, oh, wie man hier, das ist auch. Ja, dann geh halt mal hier hin und der nächsten Runde wasserst du. Ah, der nächste große General. Ja, denn. Dann hätte ich den auch gern hier. Schauen wir mal. Hoffen, dass das so funktioniert. Wie wäre es, wenn wir ihn überzeugen? Krieg gegen Alexander. Muss er leider ablehnen. Und wenn ich euch was dafür gebe, vielleicht dann... Okay, er will Gold, er will Trüffel. Das können wir uns leisten. Eisen können wir uns leisten, Pferde können wir uns leisten, Aluminium. Aluminium! Ich weiß nicht, ob wir... Da muss ich mal gucken. Ich komme gleich wieder. Wir haben 12. Ich wüsste nicht, wofür wir so viel Aluminium bräuchten. Wir haben... Wir benutzen nur einen... Wir benutzen ein Pferd? Wo denn? Haben wir eine Kavallerie oder was? Ach, der Lancier hier. Pff. Ja, den können wir sogar auflösen. Bringt 46 Gold hier. Wunderbar. Zwar eine Unzufriedenheit, aber es ist egal. Okay, jetzt haben wir 5 Pferde, 5 Eisen können wir verkraften, 5 Aluminium auch. Gold sowieso. Ich glaube, das machen wir. Trüffel. Er will Trüffel. Ist okay. Da haben wir. Verlieren wir zwar 2 Dingens, aber das ist es mir wert. Krieg gegen Alexander. Was verlangt ihr dafür? Gold, Trüffel, Eisen. Ich versuche ihn mal runterzuhandeln ohne Trüffel. Naja, okay. Vielleicht was wir doppelt haben.
Da haben wir nur Trüffel. Okay. Pferde 3, jetzt werden wir 3 Pferde. Vorschlagen, das wird reichen. Aha. Wunderbar. Seinen Krieg erklärt und kann mit seiner riesigen Armee hier uns hier zum Glück unterstützen. Haha. Trick 17 angewendet. Breda. Kaserne, Burg. Bringt 1 Zufriedenheit. Nur. Ja, aber wir brauchen jetzt alle Zufriedenheit, die wir kriegen können. Okidoki. Eine Runde noch. Gegner in der Nähe. Ja, wir wurden nur angegriffen, aber sieht gut soweit aus. Oder auch nicht. Du kannst... was machen wir jetzt? Plus 20% Kampfstärke beim Angriff auf Städte. Goldraub in Höhe von 33%. Nee, du nimmst die Sofortheilung, aber erst wenn wir angegriffen haben. Geht das? Ich glaube nicht. Dann nimmst du sofort. Wie viel haben wir denn? Ja, dann bist du wieder bei 100. Das passt. Dann flankiert ihr Mykene und ja, ihr greift halt wieder an. Ach, das ist nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Plus 11 Gold. Oh, das ist ja schön. Okay, du stehst immer noch gut. Du kannst hier zack, zack angreifen. Weißt du was? Mach hier doch die Zitadelle hin. Was? Oh, das wusste ich nicht. Seit wann ist das denn, dass die Zitadelle hier die angrenzenden... Da hätte ich natürlich das Öl genommen. Oh, jetzt habe ich zweimal das Öl verpasst. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich Alexander das... Sorry, wusste ich nicht. Ist neu, ist mein erster Tag hier. Damn it! Wen greife ich jetzt an? Ihn, ja. Ich meine hier die... Oh! Lissabon kann nicht angreifen, naja. Infanterie, nee, die hole ich jetzt nicht raus, sonst ist sie weg nächste Runde. Wobei er hier natürlich auch juicy wäre. Naja, wobei er könnte ja sogar nächste Runde so sterben. Wegen der Zitadelle. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich schon mal Öl genommen. Naja. Zack. Nächste Runde. Der große General. Jo. Hoffen wir mal, dass er nicht überrascht wird von gegnerischen... Wir sind noch gerade zusammen in den Krieg eingetreten. Jetzt denunziert er uns, ja, wir haben ihm da ein bisschen was gestohlen, aber mein Gott. Oh, wir haben nur ein Ding verloren, okay. Was hat er denn da? Mandekalu-Kavallerie. Okay. Ja. Nächstes Mal sollte ich besser lesen, was für Auswirkungen die Sachen haben, die ich so mache. Öffentliche Schule, Amphitheater ist nicht verkehrt. Ein bisschen mal wieder was für die Kultur. Oh ja, sieht doch gut aus. Wir könnten Mykene vielleicht sogar einnehmen. Einheit wenig Befehle. Tue nichts. Du bist da Backup für, ne? Später, falls da was nicht klappen sollte. So, was ist alles passiert? Eine Abwanderung, wonach mehr Ressourcen Seite an Wuzetian lieferten, wurde beendet. Schauen wir gleich mal. Zudem hier vergeben, Aluminium braucht man nicht, gib uns lieber Kupfer vorschlagen. Nun gut, auf Wiedersehen. Glücklich, yeah. Und die Irokesen, da haben wir nichts zu verschenken. Okay. Lass ich mal weg. Einfluss auf Wittenberg hat so stark abgenommen, dass ihr nicht mehr verbündet seid. Wir haben erst nächste Runde das Geld, das zu ändern. In unserem Gebiet wurde ein Gegner gesichtet. Das ist klar. Bei der Verteidigung wurde eine Artillerie zerstört. Alexander hat die Moderne erreicht. Ach, wir sind ja bald der Moderne entwachsen. Und im Atomzeitalter. Songhai hat euch öffentlich denunziert. Ja, es tut mir leid. Oh, China denunziert es auch. Gut, dass wir vorher noch den Handel abgeschlossen haben. Alexander hat Frieden mit Wittenberg geschlossen, weil die ja jetzt nicht mehr auf unserer Seite stehen. Okay. Wen greifen wir an? Machen wir ihn hier auf jeden Fall fertig oder ihn hier vielleicht? Zack. Dann ihn hier vielleicht. Ja, darauf läuft es hinaus. Da er ja keine Fernkampfwaffeneinheiten hat, glaube ich auch nicht, dass er in der Lage sein wird, unsere Stadt einzunehmen. Und wir haben eine griechische Stadt erobert. Mal so eben zwischendran.
Ihr habt ja 119 geplündert. Wir wollen eine Marionette erstellen. Und dich in hier reinholen. Upgraden. Wunderbar. Dann war's dann für diese Folge. Die halb gut, halb schlecht war. Also das hier mit unserem Buddy Song. Hi, tut mir echt leid. Aber mein Gott, fürs nächste Mal habe ich wieder was dazugelernt. Geh du noch an Land, solange du kannst. Kannst du nicht? Wieso kannst du nicht? Na. Und du kommst hier auch hin zur Verteidigung. Ja, so haben wir die Runde abgeschlossen. Let's call it a wrap. Bis dann. Ciao.